Ihr Lieben, heute bin ich mal wieder dran mit einem Impuls für die Senioren. Meine Mama hat einen Vorschlag gemacht. Und zwar hat sie dieses Buch von dem Lied Geh aus, mein Herz und suche Freud, hat sie mit meiner Schwester zusammen gelesen. Und es war ihr Vorschlag, dass wir dieses Buch mal als einen Impuls gebrauchen. Und da ich ja sowieso Gesangbuchlieder liebe, habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee. Dieses Buch ist von Christa Spilling-Nörker geschrieben. Und sie hat jeden Vers so ein bisschen umschrieben. Da es aber 15 Verse gibt, wird es ein bisschen lang. Aber am Ende ist eine Zusammenfassung von diesem Lied. Ich nehme an, dass die meisten von euch dieses Lied kennen. Das Lied ist eigentlich ein Sommerlied, aber es ist auch ein Naturlied. Da wir ja jetzt den Herbst haben, kann das auch für uns gelten. Dieses Lied »Geh aus, mein Herz« von Paul Gerhardt war das erste Mal im Jahre 1653 in einem Berliner Gesangbuch veröffentlicht worden. Zu einer Zeit, als der Dreißigjährige Krieg gerade 5 Jahre vorbei war. Städte lagen in Trümmern, Ländereien waren verwüstet, Seuchen wüsteten und Hungersnöte breiteten sich unter der verarmten Bevölkerung aus. Diesen Zerstörungen setzte Paul Gerhardt ein Loblied auf die wundervolle Schöpfung entgegen. In diesem Lied kann man Gottes Liebe spüren. Die Strophe 1 bis 7 schildern vordergründig die Schönheit der Natur und der Schöpfung. In dem ersten Vers steht vom Garten und das erinnert an das Paradies, den Garten Eden. Bei den Lilien, die sich schöner anziehen als Salomones Seide, denken wir an Gottes Fürsorge für den Menschen. Und es wird da gesagt, was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Felde wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in aller seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Zu der Taube in Strophe 3 assoziieren wir die Taube mit dem Ölblatt im Schnabel, die Noah zum Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und der Menschheit wurde. Wir verbinden sie als Sinnbild des Heiligen Geistes mit der Taufe Jesu. Die Glucke in Strophe 4 erinnert uns an das Jesuswort. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln? So wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Das steht in Matthäus. Hirten und Schafe lassen uns an den guten Hirten von Psalm 23 denken. In Sirach 11 wird auf die Nützlichkeit der Biene Bezug genommen. Obwohl sie so klein ist, bringt sie den besten Ertrag, nämlich den Honig. Das Bild des Weinstocks erinnert uns an die enge Verbindung zwischen Jesus und den Menschen. Und das haben wir in Johannes schon gelesen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viel Frucht. Der Weizen in Strophe 7 verweist auf das tägliche Brot, um das wir im Vater unser auch bitten. So wie auf das Wort Jesus. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von euch von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Zusammen deuten Weinstock und Weizen auf das Abendmahl. Das Bild des Sommers hat eine umfassende Bedeutung. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum,
sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben. So wisst ihr, dass das der Sommer nahe ist. Ja, wir erleben jetzt den Winter. Paul Gerhardt hat auch in der ersten Strophe von mir und dir geredet oder redet davon. Er sagt, mein Herz. Und damit meint er entweder eine andere Person oder zu dieser Zeit war das auch das Übliche an einen geliebten Menschen. Oder er hat sich selbst ermutigt damit. Von der Strophe 8 an redet er nun direkt von sich. Ich selber kann und mag nicht ruhen. Diese Strophe ist gewissermaßen ein Bindeglied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Liedes. Ging es in den ersten 7 Strophen um die Freude an der göttlichen Natur? So kommt hier die Sinnerfahrung im gemeinschaftlichen Lobgesang für den Schöpfer zum Ausdruck. Die Strophen 9 bis 11 malen dann in frommer Poesie die Hoffnung auf das reiche Himmelszelt. Die Bilder vom Güldenen Schloss und von Christi Garten und dem Thron Gottes hat Gerhard dem weltlichen Fürsten und Königsmilieu mit seinen Schlössern und prachtvollen Gärten entnommen und auf seine Vorstellung vom Reich Gottes übertragen. In Vers 12 kehrt er inhaltlich noch einmal in die diesseitige Welt zurück. Trotz des Leibes Joch, trotz all des Leides, welcher der Krieg angerichtet hat und es auszuhalten galt, gehört Gott grenzenloser Lobpreis. In den letzten 3 Strophen führt das Lied von diesem Lob Gottes zur Bitte um seinen Segen, um nach seinem Willen leben zu können und eines Tages bei der letzten Reise zur Vollendung zu gelangen. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach das Gesangbuch mal in die Hände nehmen und noch einmal das durchlesen. Was mir aber sehr interessant war, ist, dass als Naturlied fand dieses Lied im 20. Jahrhundert Eingang in die Jugendbewegung. Und als die Umweltproblematik zunehmend ins Bewusstsein rückte, wurde das Lied umgeschrieben. Einer dieser Texte wurde in einer Arbeitshilfe der evangelischen Kirche zum Thema Umgang mit der Schöpfung aufgenommen. Ich lese euch nur ein paar von den Versen vor. Geh aus, mein Herz, und suche Freud, denn du hast nicht mehr lange Zeit, dich an Natur zu laben. Schau an der schönen Gärten zier, solange Blume, Baum und Tier noch Raum zum Leben haben. Die Bäume stehen voller Laub, doch die Chemie senkt ihren Staub. Herab auf Wald und Weide. Narzissus und die Tulipan, die weichen heut der Autobahn. Im Abgas wächst Getreide. Die Bächlein rauschen in dem Sand mit reduziertem Fischbestand. In Folge Abfallstauung. Die Wiesen liegen hart dabei, noch weiden hier die Kühe frei. Bald kommt die Überbauung. Der letzte Vers hiervon ist, ich selber kann und mag nicht ruhen, denn jeder muss das Seine tun. So groß sind die Gefahren. Ich singe mit, wenn alles singt, voll Hoffnung, dass es uns gelingt, die Schöpfung zu bewahren. Ich möchte gerne abschließen mit einem kleinen Gebet. Und zwar ist das ein Gebet
für das Gesangbuch. Ich kann nicht so gut singen wie in früheren Jahren, Herr. Und trotzdem singe ich noch gerne. Besonders dann, wenn andere mit mir singen. Wenn ich alleine bin, singe ich nicht. Aber ich schlage das Gesangbuch auf und lese die Lieder. Und in meinem Geist und in meinem Herzen höre ich die Melodie und den Gesang der Gemeinde. Ich danke dir, Herr, für das Gesangbuch, diesen reichen Schatz. Ich zehre von den Erfahrungen der Vorfahren im Glauben. Auch wenn heute vieles anders ist, so gehen mich die Lieder trotzdem an. Ich kann mir mein Leben nicht vorstellen ohne Lobe den Herrn oder vom Himmel hoch, nicht ohne Befiehl du deine Wege oder Christus, der ist mein Leben. Ich danke dir, Herr, dass ich meinen Glauben, meine Fragen und Klagen in Worte der Vorfahren kleiden kann. Amen.